Hallo, guten Morgen. Mein Name ist Manuela Meisch. Einige kennen mich und meine nette Kollegin, die Susanne Reich, schon von der Erstversorgung im Krankenhaus auf Station. Ich möchte hier ganz kurz mal das kleine 1x1 der Brustprothetik vorstellen. Wenn es Fragen gibt, sind wir natürlich jederzeit persönlich für Sie da. Herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Hier geht es um folgende Themen. Ich spreche ein bisschen über die Versorgung von Brustprothesen, über die Arten von Brustprothesen, Ausgleichsprothesen und Ausgleichsschalen, Bade- bzw. Schwimmprothesen. Dann sage ich kurz was zum Brustprothesen-BH, zum Kompressions-BH und zeige noch ein paar Bikinis und Badeanzüge. Die optimale Versorgung der Brustprothesen erfolgt 4 bis 6 Wochen nach der OP. Es gibt viele verschiedene Modelle. Hier muss man einfach ganz individuell entscheiden, was einem gefällt, was einem am besten passt und wie man sich wohlfühlt. Ich zeige hier mal ganz grob nur die verschiedenen Prothesenarten. Die ganz genauen Unterscheidungen hier alle aufzuzählen, würde einfach den Zeitrahmen sprengen. Es gibt zweischichtige Brustprothesen, dreischichtige Brustprothesen und die sind einfach unterschiedlich gefüllt. Die haben ein Voll- und ein Leichtsilikon und dadurch fallen die einfach unterschiedlich ins Cup. Dann gibt es die Kosmetikprothesen, die unterscheiden sich nochmals. Die haben Noppen auf der Rückseite, durch die eine optimale Luftzirkulation gewährleistet ist. Zum Beispiel sind die geeignet für Frauen mit Hitzewallungen oder starker Schweißbildung. Die haben 30% mehr temperaturausgleichendes Komfortsilikon und reduzieren halt dadurch einfach deutlich den Schweiß nochmal auf der Haut. Dann gibt es die Kontaktprothesen, das ist eine dreischichtige Brustprothese. Die haften direkt am Körper, die werden auf die Haut aufgeklebt und nicht in die BH-Tasche eingelegt. Diese Prothesen haben einen größeren Pflegeaufwand, das muss man dazu sagen. Also wenn man die abends abnimmt, dann muss man die mit einer speziellen Reinigungslotion reinigen, dann wieder wie ein bisschen eincremen, einfach damit die am nächsten Tag, dass die Haftkraft wieder gewährleistet ist auf der Haut. So, ganz neu, das ist die Luftkammerprothese, die kann aufgepumpt werden und gleicht damit unebenes Narbengewebe aus. Ebenso können kleinere Gewichtsschwankungen dadurch ausgeglichen werden. Die ist auch leichter, die hat 25 bis 40% leichtes In-Touch-Silikon, nennt man das. Dadurch ist die leicht und angenehm im BH zu tragen. Und wie Sie auf dem Bild sehen, die hat neben so eine kleine Luftpumpe, damit kann man die Luft zuführen. Oder durch den Schlauch auch wieder ablassen, je nachdem, wie man das einfach an dem Tag oder in der Woche einfach braucht. Dann kommen wir zu den Ausgleichsprothesen oder Ausgleichsschalen. Die werden zum Ausgleich für Frauen mit asymmetrischer Brust nach BET, also nach brusterhaltender Therapie, eingelegt, um fehlendes Gewebe auszugleichen. Auch hier gibt es inzwischen viele verschiedene Formen, je nachdem, wie groß der Unterschied zur unoperierten Brust ist und vor allem auch, wo die BET oder wo das Gewebe einfach fehlt, wo die Operation stattgefunden hat. Zu guter Letzt gibt es die Schwimm- und die Badeprothesen. Die haben eine gewellte Rückseite, damit das Wasser am Körper ablaufen kann und die Prothese beim Verlassen des Wassers nicht nach vorne wegklappt. Das heißt einfach, wenn man aus dem Schwimmbad kommt, die Leiter hochgeht oder aus dem Meer, dass das Wasser wirklich direkt am Körper wegfließen kann. Bei einer geschlossenen Prothese, also bei einer normalen Prothese, würde die nach vorne wegklappen, weil einfach die Rillen fehlen, wo das Wasser ablaufen kann. Dann kommen wir schon zu den BHs. Die gibt es inzwischen auch in verschiedenen Formen und Farben zur Auswahl. Hier kommt es einfach auf den eigenen Geschmack an. Die sind immer individuell abgestimmt auf die Bedürfnisse der brustoperierten Frauen und gibt es von verschiedenen Firmen und Formen. Genauso wie die Prothesen-Badeanzüge. Die sind inzwischen auch von vielen verschiedenen Herstellern einfach werden die angeboten und man kann entscheiden zwischen Badeanzug, Bikini, Tankini und die haben natürlich auch wie die Prothesen-BHs diese Taschen eingenäht. Die verhindern einfach beim Schwimmen oder beim Laufen am Strand oder irgendwas einfach, dass die Prothese ausfällt. Man hat damit halt einfach viel mehr Bewegungsfreiheit und Sicherheit, als wenn man keine Tasche im Badeanzug eingenäht hat. So, dann kommen wir zu den Kompressions-BHs. Die sind speziell für das Tragen direkt nach allen Arten von Brustoperationen oder während der Strahlentherapie. Der Kompressions-BH, der wird direkt nach der OP bei Bedarf im Krankenhaus schon angezogen, um direkte Kompression auf die operierte Stelle auszuüben oder um nach der Strahlentherapie den Lymphfluss zu gewährleisten.
So, das war's schon. Ich hoffe, ich konnte Sie ein bisschen informieren über die verschiedenen Versorgungen im Bereich der Brustprothetik. Und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Sie Fragen haben, wie gesagt, Sie können gerne jederzeit bei uns im Sanitätshaus oder im Krankenhaus auf Station vorbeigucken. Dankeschön.